Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Gestern das Video mit diesem Team, das war gut. Das Set war gut, es hat Spaß gemacht. Ich sag es jetzt nochmal. Nachdem ich gestern das Video aufgenommen hatte, habe ich noch ein Set gespielt, war auch ein 4-1. Jetzt will ich das nochmal gucken. Drittes Mal dieses Team in Folge und mal schauen, was man damit reißen kann. Du wirst jetzt an der Stelle gespoilert und hast das schon am Thumbnail und am Titel gesehen. Ich habe keine Ahnung, welches Pokémon ich in den Vordergrund stellen möchte. Ich mache das also abhängig davon, welches Pokémon mir zum Ende des Sets am besten gefallen hat. Das ist so mein Plan. Das heißt, du siehst es schon und ich habe noch keine Ahnung. Ich muss mich gleich überraschen lassen. Vielleicht ist der Titel und das Thumbnail noch ganz wild, weil alles nicht funktioniert hat. Wir schauen einfach mal. Falls du mich auf der Reise der Road to Legend begleiten möchtest, lass doch gerne einfach ein Abo da. Würde mich freuen. Gerne meine Videos liken und auch kommentieren, das supportet, unterstützt mich und hilft bei der Verbreitung der Videos. Und ich starte jetzt mit diesem Set und ich wünsche dir viel Spaß beim Schuhschauen. Let's go! So, wir starten. Ich nehme gerade seltenerweise mal morgens auf, habe sturmfrei, gerade Haushalt so ein bisschen erledigt, hab schon ein Video für den Pokebart-Kanal hochgeladen. Könnt ihr gerne auch vorbeischauen, dort kommen Videos zu der Gen 9. Und jetzt werde ich ein bisschen Pokémon Go aufnehmen und danach noch Pokémon Unite. Also, drei Kanäle ist schon absolut dumm eigentlich und crazy. Viel Aufwand, aber es macht natürlich auch Spaß. Führung, würde ich sagen, ist ganz gut. Du kannst natürlich auch Schilde ziehen mit Nahkampf. Das ist ein bisschen doof. Du hast jetzt deinen ersten. So, 5, 6, 7. Jetzt hast du 2. Ich hätte auch beim nächsten einsetzen können. Du wirst aber so oder so schilden. Von daher kriege ich jetzt gleich wenigstens eine Sofortattacke rein, wenn du abgeschwächt bist. Ich hoffe, dass du keine 2 Ladeattacken schaffst. Du bist jetzt bei 8. Bitte schaff keine 2. Du hättest vorher einsetzen müssen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hinkriege. Oh, du gehst raus. Okay, ich hätte versuchen können, dir ein Schild zu ziehen. Da ich hier aber in einer sehr komfortablen Situation drin stecke, werde ich da noch nichts machen. Ich habe nicht nötig, zu schilden oder drüben noch einzusetzen. Wir haben hier eine sehr geile Situation. Ich setze auch jetzt schon ein. Ich habe kein Interesse daran, wieder hier in einem Gleichstand erwischt zu werden. Das wäre echt doof. Ich hoffe, ich kann nicht farmen. Bitte schaff keine Attacke. Bitte, 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 bitte. Huh, wichtig. Seishin muss eventuell gleich auch noch schilden, da der Fokusstoß uns guten Schaden verursacht. Denn der Kumpel wurde ordentlich runtergeprügelt von meinem Metagross. Das heißt, genau, wenn du nicht einsetzt, tue ich dir weh. Gehst du auf blind? Gehst du auf einen blinden Nahkampf? Wait a second. Gehst du auf einen blinden Nahkampf? Komm schon, tu mir das an. Tu mir den Gefallen. Nein, tust du nicht. Ich kann aber auch einen Stromstoß durchlassen. Das sollte jetzt nicht das Problem sein und ich bin gespannt. Ist dein letztes Pokémon Stalobor? Durchaus möglich. Doch ein Nahkampf. Aber why? Why tust du das? Ich setze hier ein. Du bist abgeschwächt. Das reicht aus, um dich zu besiegen. Die Frage ist, was ist dein letztes Pokémon? Wenn es Stalobor ist, schaffe ich hier noch einen Nahkampf und drüben habe ich fast das Erdbeben. Ja, okay. Die Sache hat sich dann wohl erledigt, meine Freunde. Ich drücke dir jetzt einen Nahkampf. Der zieht mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Schild und ein Erdbeben pfeffert dich weg. Wenn du das durchlässt, gehe ich trotzdem rüber. Du lässt es durch, ich mache jetzt nur noch Action mit Sternhiebe. Da habe ich absolut kein Problem mit und das sieht sehr gut aus für mich. Das reicht aus, wenn du das nicht schildest, könnte dich das trotzdem schon wegzimmern. Okay, das wird nichts mehr, Keule. Da hast du leider keine Chance mehr. Bam, ich habe auch gleich meinen nächsten Move. Wir können hier auch getrost reinschilden und dich mit meinem Stahlmetagross platt machen. Aktuell, nach dem ersten Kampf, bin ich mir gar nicht sicher, welches Pokémon mir am besten gefällt. Jedes von diesen hat seine Arbeit gut erfüllt. Ja, Seishin hat guten Schild bekommen und Schaden verursacht. Das andere Seishin besiegt, Yveltal war gut, das Ding war ebenfalls sehr gut. Hey, nach dem Kampf habe ich noch keinen Plan. Wir schauen einfach mal weiter. Ich hatte es gestern schon angekündigt. Falls ihr jetzt häufiger das gleiche Team seht, bitte nehmt mir das nicht übel. Ich will jetzt aber mal die letzte Woche, auf Deutsch gesagt, auf die Vielfalt scheißen, die ich sonst immer biete.
ist natürlich, ist es cool, Vielfalt zu bieten, aber das ständige Teamwechsel bringt mich nicht weiter. Und mein Ziel ist es natürlich noch, Legend zu erreichen. Das heißt, ihr müsst da jetzt trotzdem ein wenig zurückstrecken. Nicht strecken, sondern stecken. Dass du hier die Attacke hast, finde ich ein wenig nervig. Es wäre für mich natürlich angenehmer, wenn du Lehmschuss hättest, aber auch so. Du machst zwar mehr Schaden mit deinen Sofortattacken, wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass deine Ladeattacken dafür keinen Schaden verursachen. Und eigentlich hatte ich gerade auch eingesetzt. Ich schilde jetzt einmal getrost und müsste danach trotzdem noch Attacken erreichen gegen dich. Ich werde noch zwei weitere Finsterauren haben, bevor du noch einen Feuerschlag hast, hoffe ich zumindest. Ich hoffe es, du darfst nicht runterfarmen. Das wäre eigentlich sehr doof für mich. So, Attacke kommt. Obwohl, vielleicht schaffe ich das nicht ganz. Ha, wir müssen mal schauen. Wenn du das jetzt schildest und mich dann besiegst, werde ich dich mit Metagross danach runterfarmen. Oder auch nicht. Ich komme mit Sation rein. Alter! Hätte ich gewusst, welche Sofortattacke du hast, wäre ich selbstverständlich nicht in Ivelthal, sondern hier rein. Ja, ist crazy. Sehr crazy. Erdbeben lassen wir jetzt einfach mal durch. Du machst keinen Druck mit deinen Sofortattacken. Weshalb wir hier auch in der Möglichkeit und in der... Nein, ich verliere die Gleichstände. Das war saudumm. Das war saudumm. Ich habe nicht gedacht, dass ich den Gleichstand verliere. Okay, der Schild ist jetzt sehr dämlich von mir. Das ist nicht clever gespielt. Hey, Mr. Blondobato, ich muss aufpassen. Das sind Fehler, die dämlich sind. Vielleicht warte ich nächste Mal eine Sofortattacke ab und schaue erstmal, welche Sofortattacke dein Pokémon hat. Bei Drachenrute wäre ich hier reingegangen und bei Lehmschuss drüben. Okay, das ist gerade ein wenig doof gelaufen. Ist aber nicht schlimm, davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Ich versuche das jetzt zu verinnerlichen, um da weniger Fehler zu machen. Du hast ein Mewtwo und wahrscheinlich mit Spukball, wenn du hier reinkommst. Warum solltest du sonst... Oder Fokusstoß? Fokusstoß wird mich, glaube ich, auch besiegen. Es war super dämlich. Hey, es war super dämlich. Mein Ivelthal wäre doch top gegen dich gewesen. Ich hätte nur sehen müssen, was deine Sofortattacke ist. Ah, crazy. Crazy, crazy, crazy. Dumm gelaufen. Mega dumm gelaufen. Okay. Ich werde das jetzt verinnerlichen. Ja, du hättest gegen Ivelthal gar nichts gemacht. Das ist so doof gewesen. Okay. Konzentration. Aufpassen. Und vielleicht lasse ich mir eine Sekunde Zeit. Ich habe nämlich gesehen, Groudon, Boden-Pokémon, was will es denn gegen... Warte mal, ist es jetzt hier hängen geblieben? Ich kann ja nichts machen. Alles klar, ich musste einmal neu starten. Hier ging nichts mehr. Es lief nicht, okay. Ich hätte... Ja, es war doof. Ich habe halt gesehen, okay, da ist nun mal ein Boden-Pokémon. Ich gehe direkt in Groudon, ist doch voll die geile Antwort. Aber nicht, wenn es Drachenroute hat. Dann kann sich das nämlich Matchups holen. Okay, wir konzentrieren uns jetzt ganz entspannt und schauen mal nach. Meta gegen Groß. Die Frage ist, wer gewinnt Gleichstände? Hast du einen Boost drauf? Nein. Du kannst auch einfach nur ein 100er sein. Das heißt, da ich auch 15 Angriff habe, ist das offen, wer seine Attacke hat. Ich bekomme die durch. Perfekt. Hey, es ist ein Köder, Bruder. Ich würde hier an der Stelle immer ködern. Ich setze hier doch nicht die richtige Attacke ein. Kannst du ruhig durchlassen. Ne, hab ich doch gesagt. Ich köder immer. Geil. Gibst du auf? Komm schon. Komm schon, sei davon getriggert und geh raus. Ich liebe es. Ah, ist das geil. Das fühlt sich immer so genial an, wenn das gelingt. Das ist so ein befriedigendes Gefühl. Ich köder immer, Bruder, immer. Ich gehe ja nie auf die richtige Attacke. Es ist sau nice. Es ist sau nice. Wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen vorproduziere. Man sieht ja, hier unten ist noch der kleine Minicup am Start. Und das Icon wird wahrscheinlich im morgigen Video auch noch sein, weil ich jetzt gleich noch ein zweites aufnehme. Ich will einfach vorproduzieren, damit ich danach gut und konzentriert die Videos machen kann. Denn, wie man das schon manchmal bei mir rausgehört hat, ist das ein bisschen knifflig für mich, die Videos alle live zu kommentieren und komplett aufzupassen. Bist du ein Shando? Bist du ein Shando? Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ivelthal? Ich hab nicht nochmal ausgeholt, Keule. Kannst du knicken? Kannst du sowas von knicken? Ah, der Ball des Todes da oben, ne? Der Ball des Todes. 1,
2, 3. Drei weitere Sofortattacken, den zweiten Spukball hat man nämlich bei 6. Okay, ich hoffe, jetzt komme ich hier raus. Schild, okay, das ist gut. Das heißt, 1, 2, 3 rüber. Perfekt, das hier ist der nächste Spukball. Weil es gerade nicht funktioniert hat, klappt es beim zweiten Anlauf. Und du hast nur Spukball und Psychostoß. Weshalb das für mich jetzt nicht so tragisch ist. Wir holen uns Energie. Das sollte klar gehen. Oh, freue ich mich. Freue ich mich. Komm bitte. Du wirst bestimmt ein Session mit haben. Ah, ärgerlich, aber okay. Ich setze hier gerade gute Wege. Das sieht nicht schlecht aus. Ich setze jetzt hier auch einmal ein. Ich habe keine Lust, da noch einen Psychostoß zu fressen. Wenn das Session kommt, ist ein bisschen doof für mich. Hab aber immer noch gute Antworten. Wenn da jetzt gleich das Dialga wieder reinkommt, wovon ich nicht ausgehe, ist natürlich besser für mich, weil ich einen Vogelstoß erreiche. Wir schauen mal. Session? Wow! Crazy, Kumpel! Crazy! Bitte fang ab. Aha, tust du nicht. Hey, das ist ein Köder. Ich köder doch immer. Hat die Legende davor auch gemerkt. Ich setze nie die richtige Attacke ein. Bam! Weg mit dir. Letztes Pokémon ist ein Giratina. Ich setze nie die richtige Attacke ein, Keule. Niemals. So bin ich nicht. Absolut nicht. Vielleicht wird ja auch der Titel des Videos Ich köder doch immer. Köder ich immer? Ah, ich bin mir noch nicht sicher. Spukball, mach mal. Ist jetzt nicht so tragisch. Ich kann hier ein Schild bekommen mit Metagross. Immer noch wirklich guten Schaden anrichten. Wir schauen mal. Du bist jetzt bei 2 Sofortattacken. Wirst du 2-mal Unheilböen schaffen? Bevor ich noch einen Knuddler habe, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das wiederum bedeutet, ich kann jetzt getrost schilden oder ich gewinne erstmal den Gleichstand, weil diesmal der Gegner die Attacken nicht gut timet. Das wiederum bedeutet, ich kann mich draufgehen lassen. Zack. Na, setz ein und farme einfach mit Metagross. Hey, wie geil ist denn sein Team und anfällig gegen Yveltal in der Backline? Crazy. Das ist crazy. Unheilböen, ja, du willst runterfarmen. Aber das ändert doch auch nichts mehr. Das ändert doch auch nichts. So, eins. Komm, du kriegst sogar einen Sternhieb von mir. Den gibt es kostenlos und gratis aufs Haus und auf deine Mütze. Du cooles Giratina, dich zimmer ich jetzt weg. Okay, das hätte schon ein 4:0 oder 3:0 sein können. Ich glaube 4. Hätte ich die eine Sache nicht so doof ausgespielt. Das ärgert mich immer noch mit diesem Groudon. Das ärgert mich immer noch. Übel. Richtig, richtig übel. Aber egal. Zumindest sind wir gerade positiv. Und das ist doch das, was ich machen möchte. Jedes Set positiv mitnehmen, um auf jeden Fall konstant Punkte zu generieren. Das wollen wir. Alles ist gut, bis auf Punkte verlieren. Ich nehme ein 3:0. Ich nehme natürlich dankend ein 4:1. Am liebsten ein 5:0. Aber eins von den dreien ist mir da schon wichtig. Da ich eins schon erreicht habe, sieht's klasse aus. Ich will jetzt nur nicht nachlassen. Wir schauen uns erst die Sofortattacke an. Und es ist die Drachenattacke. Das wiederum bedeutet, so schlecht ist dieses Matchup gar nicht für mich. So, wir setzen jetzt ein, können danach rauswechseln und versuchen, die Bodenattacke des Gegners auf Yveltal abzufangen. Zack, wir ziehen ein Schild, rausgehen, setzt du ein? Nein. Das heißt, hier könnte gleich in der Theorie ein Wutanfall eintreffen. Würde ich aber auch durchlassen? Ja, ich glaube schon. Das machen wir einfach. Kann auch trotzdem der Köder sein. Und es ist der ekelhafte Köder gegen ein Flug-Pokémon. Crazy, my lord. Crazy. Du machst jetzt natürlich mehr... Oh, das war schön. Das war tatsächlich schön abgefangen. Ist aber nicht tragisch. Ich habe immer noch ein paar Schilde und werde hier trotzdem Druck aufbauen können. Du kriegst jetzt einfach von mir die nächste Finsteraura. Ja, du kannst mich mit einem Steinhagel besiegen, wenn du da Bock drauf hast. Die Frage ist, ob du es willst. Ob du es machst, du schildest. Crazy gut. Das ist super für mich. Das gefällt mir. Ein Nahkampf und du gehst drauf. Ich gehe jetzt... Oder warte mal. Wenn du mir jetzt Kraftkoloss zeigst, du zeigst mir den Steinhagel, weshalb ich auch nicht davon ausgehe, dass du auf Kraftkoloss verzichtest und Lichtkanone spielst. Weshalb ich hier tatsächlich mir mehr Energie holen möchte, als ich verkraften kann. Das ist mein Plan, weil ich glaube, Steinhagel und Lichtkanone ist ein bisschen zu spicy. So, Keule. Keule Schnürschuh. Du kannst gerne nochmal einsetzen.
Dein Knackrack macht jetzt nicht wirklich viel Schaden. Ich habe immer noch 2 Schilde und ich hoffe, dass ich hier keine Fehler mache. Wir haben 2 Moves ready, das besiegt dich. Knackrack kann gerne reinkommen. Das hat so schon Schaden gefressen und ein Nahkampf wird dort auch Schaden verursachen. Wir machen noch eine Sofortattacke. Du kommst rein, dann gehen wir auch direkt auf den Knuddler. Ja, ich schilde jetzt hier einen Sandgrab, ist mir durchaus bewusst. Ich will aber noch nicht ganz drauf gehen. So, was tust du, Keule? Gehst du woanders rein? Was habe ich denn eingesetzt? Ich bin auf Nahkampf gegangen, bist du dir sicher? Bist du dir da sicher, Spiel? Okay, ich habe immer noch ein Schild. Ich farm dich runter. Das ist mein Plan. Komplett farm, du schaffst dir keine... Ah, du schaffst noch eine Attacke. Lass ich das durch? Ich habe Angst, dass mich das nächste Pokémon farmt. Ich brauche aber vielleicht noch ein Schild. Weshalb wir mal gucken müssen. Dein eigenes, das sieht gut aus. Erdbeben erreiche ich. Ich resistiere deine Sofortattacken. Das Erdbeben zimmert rein. Ein Schild zu haben ist jetzt hier gar nicht mehr so notwendig. Okay, das Team geht wieder ein drittes Mal mit einem 4:1 in Folge raus. Hätte sogar ein 5:0 werden können, wenn ich da mir nicht den... Ey, bitte nicht. Bitte, Server. Wenn ich mir da nicht den Fehler geleistet hätte. Mega. Mega gut. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Mir hat es definitiv gefallen, mal ein paar Kämpfe zu gewinnen. Ich habe hier ein nettes Team am Start und ich bin gespannt, wohin mich dieses Team noch bringt. Ein paar Tage habe... Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ein paar Tage habe ich ja noch. Weshalb... Oh, bitte. Bitte. Mach mir keine schlechte Laune. Nach so einem guten Set bleib jetzt drin. Danke. Okay. Es geht wieder ein bisschen bergauf. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Gerne dein Feedback in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hau rein und ciao.